Wir sind heute hier in Stuttgart mit über 250 ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen der IG Metall Baden-Württemberg. Wir sind auf der ersten Gerechtigkeitskonferenz, was eine super Sache ist, denn die Konferenz wurde von Ehrenamtlichen organisiert, um über Ungerechtigkeiten im Betrieb und in der Gesellschaft uns auszutauschen, auseinanderzusetzen, um ganz konkrete Pläne dagegen zu entwickeln. Und es ist zuallererst der Anspruch auf Tarifverträge und Mitbestimmungsrechte. Und Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wer das den Beschäftigten verwehrt, betrügt sie wirklich um ihren fairen Anteil am wirtschaftlichen Fortschritt. Und das ist ungerecht. Und das ist Respekt, das ist echt der Hammer. Ja, und ich denke mal, diese Beispiele muss man weitertragen und einfach Leuten aufzeigen, es geht, wenn man möchte. Auf der Konferenz hatten wir drei Workshop-Phasen. Wir haben in einer Phase genau hingeschaut, was bedeutet es eigentlich für Menschen, in solchen Bedingungen zu arbeiten. Im zweiten haben wir angeschaut, wo haben Menschen gekämpft und auch gewonnen. Und im dritten, wir wollen nämlich nicht nur reden, wir wollen auch ins Handeln kommen. Über 30 Aktionen, die jetzt in den nächsten Wochen stattfinden, da ist alles mit dabei. Es beginnt bei aktivierenden Befragungen, das geht über Toraktionen, das geht über aktive Mittagspausen bis hin zu Warnstreiks, dort wo es darum geht, tatsächlich einen Tarifvertrag durchzusetzen. Die Bandbreite ist riesengroß und zeigt, dass wir sozusagen auch mit allen möglichen Formen in der Lage sind, Verhältnisse zu verbessern. Wir haben gesagt, wir vorbereiten morgen schon einen Aushang mit der Frage, warum ist Weihnachtsgeld wichtig? Von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr kriege ich eine Postkartaktion, her mit den Mäusen. Dann haben wir eine Flyeraktion, die geht morgen ins Laufen. Dann ist das Thema, entscheide du mit, es ist deine Zukunft. Wir werden unsere berechtigten Forderungen aufstellen und werden sie gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen durchsetzen, im Kleinen wie im Großen, Kolleginnen und Kollegen.